Sie sind im Vorstand für die Pfänderbahn. Da war jetzt gerade der Spatenstich. Was genau wird jetzt da genau geplant? Ja, wir bauen hier heroben einen Seminarraum auf der Wartehalle und ganz oben auf dem obersten Dach der Bergstation bauen wir noch eine 360-Grad-Panoramaterrasse, dass man den absoluten Rundblick haben kann. Und was ist jetzt der besondere Vorteil von diesen zwei Projekten? Ja, beim Seminarraum ist das, was wir hier heroben selber machen, nämlich gemütlich die Freizeit genießen und gleichzeitig arbeiten oder einfach arbeiten, wo andere Urlaub machen. Und das hätten wir gerne auch den Einheimischen oder auch den Gästen geboten, dass sie hier oben arbeiten können, dort, wo unsere Gäste nochmal Urlaub machen, mit dem traumhaften Blick auf den Bodensee. Wie viel wurde jetzt in diese zwei Projekte investiert oder wird zukünftig noch investiert werden? Ja, in den nächsten 8 Monaten werden wir ca. 1 Million Euro hier investieren. Das sind die Räumlichkeiten eben des Seminarraums und die Dachterrasse. Und eine Frage noch, und zwar, was genau und versteht man jetzt eigentlich unter einer 360-Grad-Panoramaterrasse? Was ist jetzt da das Besondere dran? Das rundum der freie Blick ist, es ist das oberste Dach, sozusagen über den Bäumen, über allem drüber. Es ist natürlich die Fenderspitze noch etwas höher, aber die gehört zum Panorama dazu.